Hallo und herzlich willkommen zurück zum Super Mario Galaxy 2 Race gegen Yoshi. Moin Moin. All, du bist auch nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Also nicht du, Nike. Du bist richtig, aber was ich hier mache, ist nicht richtig. Okay. Habt es ja gesehen bei mir beim letzten Mal, ein blöder Fail am Gegenende. Deswegen habe ich jetzt ein wenig Zeit verloren. Aber... Hier müsste es irgendwo. Yoshi. Darf ich gar nicht. Mir passiert derselbe Fail, pass auf. Ja, anhand deiner Worte. Ich bin auch ratlos gerade, keine Angst. Anhand deiner Worte kann ich erahnen, wo du bist. Und ich bin sehr gespannt, mir das im Video später anzusehen. Das wird bestimmt lustig. Aber das ist ja auch irgendwie gar nicht so offensichtlich, ne? Es müsste ja hier irgendwo sein, aber das geht ja eigentlich nicht. Oder geht das doch? Hier jetzt exakt gegenüber. Das ist super. Es ist wirklich genau das gleiche, was bei mir war. Ich war genauso verwirrt wie du. Gut, dann war es ja auch nicht. Ne? Da war es zumindest kein Time Loss. Ich habe auch Ewigkeiten gesucht. Oh, okay. Aber ich habe zumindest eine Idee. Da ist ja zumindest ein Schlüsselloch drum. Es ist nicht so, dass ich da von unten dran kommen muss. Da ist ein Schlüsselloch. Der versierte Spieler weiß, Schlüssel werden von Gegnern gehalten. Ja. Ich weiß nicht, ob der Nike auch so versiert ist. Dann sind wir wohl beide nicht versiert, ne? Ja. Ein bisschen hat es zumindest gebraucht. Ich habe da auch so lange habe ich nach diesem Loch gesucht und habe mir gedacht, das muss doch hier sein. Warum ist es hier nicht? Ja, gut, dass ich es dir nicht. Hat's bei mir weniger gedauert. Gut, dass ich es dir nicht vorher aber gesagt habe. Ja, jetzt habe ich den Stern eingesammelt. Das heißt, du bist immer noch leicht vorne wahrscheinlich. Genau. Hast du denn deine Sternenteile schon abgegeben? Habe ich jetzt nach diesem Stern gerade gemacht, nachdem den du jetzt fertig hast. Sehr gut. Halte ich auch für wichtig. Du bist ja auch bestimmt langsam schon bei der 999, oder nicht? Ich habe mich auf jeden Fall stark angenähert. Na also. Und du mit deinen 1500 wahrscheinlich lachst mich gerade aus. Ja. Ich war schon dreimal beim Banktypen. Deswegen liege ich halt auch hinten, weißt du? Ja. Oh, mein Auge juckt. Nicht jetzt. Ah! Ja! Jucke, Auge, jucke! Dann kommt jetzt der erste Bowser-Fight, richtig? Korrektiberto. Wie Rufus sagen würde. Geilomat 3000. Dann wird das jetzt hoffentlich der Stern, den ich dich einhole. Pass auf, bei den kann ich. Den kannst du, den kann ich meinen besten Touch. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht, aber sag ich jetzt einfach. Ja, guck mal, den kann ich. Da ist doch nichts bei. Einfach da vorne hoch und dann unten durch. Die da alle auch First Try, schafft er auch nicht. Kann ich überall Zeit rausholen. Mann, wir sind immer noch so nah beieinander. Es ist echt cool. Also, ich finde es gut, dass wir halt auch beide... Mann, das ist wirklich cool. Ich mag das wirklich sehr, dass wir wirklich beide, eigentlich in jedem Spiel, was wir bislang geraced haben, über 90% immer beieinander waren. Es war sogar in The Witness so, ja, ne? Wo es reines Knowledge-based ist, bei Donkey Kong war es so, wo es halt Skill ist. Hier halt wieder Skill, hier ist es auch so. Wir sind einfach zwei gleich gute, beziehungsweise beide sehr gute Spieler einfach. Ich mag es einfach nur nicht so fern von dir zu sein. Ich will einfach immer nah sein. Oh. Ich könnte alles. Ich könnte weit weg sein, ich könnte weit hinten sein, weit vorne, aber es wäre alles nicht so schön. Ja gut, dann mit dem Kommentar ist jetzt mein Herz aufgeweicht. Ich habe überlegt, dich wieder irgendwie mit irgendwas zu verarschen in dem Run, in dem Race. Aber das kann sowas denke ich gar nicht nach. Das kann ich jetzt ja gar nicht mehr tun. Solche Gedanken liegen mir so fern. Aber dass du sowas in meinem Hinterkopf hast, das dachte ich mir. Solltest auf jeden Fall mal gleich gegen Bowser versuchen, die Form zu löschen. Was willst du versuchen? Sag nochmal. Du solltest auf jeden Fall gegen Bowser versuchen, die Form zu löschen gleich. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Was soll ich löschen? Die Form? Was für eine Form? Ja, die Form solltest du löschen, nicht den Punkt gegen Bowser. Ach so. Ja, okay. Kleiner Scherz. Lass mich einmal durch, bitte. Dankeschön. Ja. Kam ja richtig an, hast du gemerkt, ne? Ja. Hat sich richtig gelohnt, den zu erzählen, den Witz.
So, nur hier nicht sterben, das wäre, das ist noch so der kritischste Part, glaube ich. Oh, Crap. Aber wir sind Profis. Crap mit Nutella, Mist. Aber es war timeless eigentlich, ne? War nicht optimal gespielt. Ich werde Maxi-Pilz eh nicht brauchen. Ich habe beide Maxi-Pilze auch eingesammelt. Beide? Ja. Sogar fürs One-Up dann quasi noch, ne? Ja, ja, genau. Na gut. Das ist so ein Automatismus. Boah, guck mal, ich kann das hier für... Ich nutze das jetzt hier einfach für optimalen Time-Win. Wenn ich jetzt nämlich früher abspringe... Pass auf. Boah, der Skip. Der Skip, Freunde. Und so kommen jetzt nämlich wieder an Nikes Arsch ran. Ist ganz einfach. Das wollen wir ja noch sehen. Mein Arsch mit der Mentality bleibt, müssen wir jetzt einfach alle Level spielen. Mein Arsch bleibt unberührt für dich. Und wenn wir bei so einer Dummheit nie sterben, sondern die immer klappt, dann haben wir den irgendwann. Ja. Mit der Ausnahme, Gott, dass ich diese Clips natürlich auch alle kenne und mache. Ne? Ich hab dich bislang nur im Dunkeln darüber gelassen, was ich alles kann. Ach ja, ganz entspannt. Ja, ich sowieso, alles, ich warte jetzt. Noch ist Cutscene bei mir. Ich sag ja dir ganz genau, wo ich bin. Weil so einer bin ich. Ja gut, aber es gibt ja mehrere Cutscenes in der Galaxie, ne? Ja, Credits meine ich halt. Also. Die längste Cutscene im Spiel. Warte, hier darfst du dir aber auch wirklich keinen Fehler erlauben. Es ist der Wahnsinn. Aber das nö, macht ich das bin, auch. Ich hänge an deinem Po-Backen dran. Ich finde das auf jeden Fall, gut, dass du mir an deinem Po-Backen hängst, weil wenn jetzt einer von uns so wirklich so viel krass besser wäre als der andere, wird es ja auch keinen Spaß machen. Ja, genau. Also ich bin jetzt schon besser, als ich es mir vorgestellt habe. Das macht mich ja so happy. Deswegen bin ich hier gerade so motiviert am Racen. So, ja. Ich dachte, ich bin extra lieber mit der Einstellung reingegangen. Ne, ich zock einfach Mario Galaxy 2 einmal durch und laber dabei ein bisschen mit dir. Dann wirst du gewinnen und dann sind wir alle happy. Aber die Einstellung hatte ich ja. Die Einstellung dass, hatte dass ich dann zumindest für eine Zeit lang erstmal noch knapp halten kann, finde ich gut. Ja, die Einstellung hatte ich ja gegen Ende von Donkey Kong dann auch und dadurch habe ich ordentlich was aufgeholt dann. Ja, genau. Man muss einfach total ruhig bleiben. Das ist einfach die beste Taktik. Ja. So, jetzt verrate ich dir, wo ich gerade bin. Welt 3 am Anfang gehen wir auch nach oben. Mhm. Aber schon in der Welt oder noch so in der Overworld so mäßig so? Ich war jetzt in dem Moment... Wollen wir mal genau werden. Ja, ich war auf der Overworld in dem Moment, ja. Okay. Ja gut, dann ist zumindest unser Stern-Counter jetzt gleich. God damn. Nein, jetzt nicht niesen, bitte. Nicht niesen. Das ruiniert alles. Nein! 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 So, das musst du jetzt, muss ich einmal sagen eben, danke dir. Das muss da jetzt einmal gesagt werden. Mike nimmt da kein Blatt vom Mund. Wir kennen ihn doch. Und auch keine Hand. I. Nein, Spaß. Richtig schön auf dem Popschutz oder so. Sehr schön saftig. Sag mal, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Bin ich jetzt zu blöd, das rauszufinden? Ach, da muss ich hin, okay. Ja, dann mach auch. Los. Nein, tu das nicht. Nein. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Es hat aber auch viel Cutscenes, das Spiel. Ey. Das ist ja schon. Das macht mich ja viel verrückter als das mit dem Gameplay an sich. Da bin ich ganz ruhig. Da bin ich seelenruhig. Aber bei Cutscenes will ich die ganze Zeit irgendwas machen. Das war auch ein Fehler. Die.
Was? Aber auch nervig, dass das Spiel so oft ab. Also oben oder unten, sag mal an. Was? Oben. Oben. Oh ja. Oh, das war als Kind eine meiner Lieblingsgalaxien. Da muss ich aber nicht. Ja, weil wegen der Rutsche, ne? Die Rutsche einmal und aber auch das Yoshi-Item. Ja, okay. Gut, kann ich mir an deinem Namen eigentlich auch schon ableiten, dass du sehr Yoshi fixiert warst wahrscheinlich. Ja klar. Hallo, auch mit, ich meine, das ist ja basically ist das ja sogar mein Profilbild gewesen ganz lange. Der Blasebalg Yoshi. Ja. Also ich bin gerade sehr verwirrt. Ich glaube, ich mache hier einen Riesenfehler irgendwie. Ach, da wahrscheinlich. Dann kannst du das ja hier wahrscheinlich auch noch, ne? Ne, das ist doch hier auch falsch. Ach da! Hä? Okay. Oh Gott, ich habe ordentlich Zeit wieder verloren jetzt. Schnell, schnell, nein! Ja. Also jetzt würde ich auch sagen, fühle ich mich komplett confident mit der Steuerung, so wie auch zu Wii-Zeiten so. Jetzt hatte ich gerade das Gefühl, so null nachdenken zu müssen über irgendwas. Ja. So auch so advanced Sachen, ne? Also klar muss ich jetzt nicht die ganze Zeit nachdenken, wie ich laufe und so ein Zeug, aber... So, jetzt hat alles sehr gut funktioniert. Ja, so langsam gewöhnt man sich an die Steuerung. Gut, bei mir ist dann natürlich noch mal ein bisschen anders mit dem rechten Stick und dem Steuerkreuz und so. Ja, das stimmt. Also ich habe auf jeden Fall ordentlich Zeit verloren gerade, kann ich dir sagen. Ja, mach mal weiter. Also bislang aber immer noch nicht durch einen Tod oder so, sondern immer nur durch Dummheit. Natürlich nicht. Ich wäre wohl der Erste, der davon erfährt, hoffe ich mal. Ja, du bist der Erste. Versprochen. Aber ich werde darüber halt nie ein Wort verlieren, weil es niemals passieren wird. Jetzt hab ich mich gejinxt. Mann, das war doch bestimmt auch recht schnell, oder? Es hat sich schnell angefühlt. Scheiße. Ich glaube, ich weiß, wo du bist und ich glaube, da habe ich meinen Time-Loss gehabt. Ach nee, übertreiben wir mal nicht. Jo, oh mein Gott, oh, habt ihr den Skip gesehen? Alter, das war komplett geplant, was soll ich sagen? Crap. Ich bin einfach krass. Nein! Also, wir werden keine Yoshis geopfert, aber brauche ich auch nicht für die Skips. Oh, hab ich gerade einen fetten Timeloss schon wieder gehabt. Fängt jetzt etwa schon die Nervosität an. Oh mein Gott, Alter, aber auch ein Skip theoretisch, ne? Habt ihr gesehen? Aber ich habe hier einfach in Höhe gewonnen. Cool. Cool, 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 wie das hier läuft. Guck mal, meine Konfidenz ist wieder da. Eigentlich, ne, es reichen schon so ein paar Sekunden hinten, dass man sich da schlecht mitfühlt, aber... Ah, das war so schlecht. Das braucht gar nicht so sein. Das ist ein Gleichstand gerade. Es ist kein Hintenliegen, das ist ein Gleichstand. Jetzt ist es vielleicht sogar ein Vornliegen. Naja, so weit will ich jetzt mal noch nicht gehen. Du bist ja immerhin hier der Mario Galaxy Player, ne? Aber ich will es auch nicht ausschließen. Das war schon ein geiler Skip, den ich gerade gemacht habe. Den muss man erstmal nachmachen. Komm, sei leise. Okay, mal andere Frage aus Interesse. Bist du schon am Rutschen? Also jetzt wären wir mal nicht zu detailreich hier. Aber nee. Ich will schon mal sagen, dass ich zumindest nicht bei dem Stern davor bin. Okay. Herr Nike. Wird bei der Baumrutsche denn der erste Tod passieren? Fragen wir mal so rum. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Also bei den Events, wenn wir jetzt die 100 Münzen da, die 100 Lila Münzen da sammeln müssten, dann wahrscheinlich, aber bei der normalen Rutsche, nee. Also die ist nicht ohne, ne? Die ist echt nicht ohne. Ich würde die mal nicht unterschätzen. Ja, alles cool. Der hat keine Angst, der Mann. Der kennt keine Furcht. Musik ist aber geil auf der Baumrutsche. Ich wollte gerade sagen. Geiles Remake. So, jetzt sind wir beide ganz still. Den Tod will sich hier keiner erlauben. Das wäre timeless. Das wäre timeless, den sich keiner auf die Schuhe
Nee, auf Schuhe schreiben will, in die Schuhe schieben will. Ja, ich weiß, was du meinst. Hinter die Ohren schreiben will. Den Timeless will sich keiner hinter die Ohren schreiben. Oder wie das heißt. Oh mein Gott. Sehr empfindlich, mein linker Stick. Junge. Junge, ich bin's, Dena. Ja. Ich frage mich gerade so, was ist denn dann mein Äquivalent zu deinem SMG 2, wenn du jetzt echt sagst, so wirklich so Lieblingsspiel, so die ganze Zeit gespielt, so in der Kindheit. Ja, Lieblings-Nintendo-Spiel, das möchte ich nochmal eben dazu sagen, ja. Also in meiner All-Time-Favorite-Videospielliste sind Outer Wilds und Portal 2 noch davor. Okay, verständlich. Ja, gut, Lieblings-Nintendo-Spiel ist halt auch so eine Sache. Ich hab ja mal einen coolen Chart gemacht, da kam dann halt Mario Odyssey theoretisch raus. Aber das war jetzt nicht so mein Kindheitsspiel, was ich so ständig gespielt habe oder sowas. Das war auch schon da. Also da kommt Mario Galaxy 2 mehr hin als das. So, ah, Kindheitsspiel einfach. Das ist eigentlich super lustig. Das ist auch auf jeden Fall. Das ist bei mir eigentlich super lustig, weil ich bin eigentlich eher ein Freund von den Open World 3D Marios und nicht von diesen linearen. Aber trotzdem finde ich Galaxy 2 einfach knüller. Ja. Mario 64 DS, glaube ich, habe ich mehr gespielt in meiner Kindheit tatsächlich als Mario Galaxy 2. Verrückterweise. Aber da habe ich so richtig viel drin rumgerätselt, bin auch drin rumgelaufen und so. Ja. Das war so richtig mein Vibe. Also bei mir, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so ein Kindheitsfaktor bei mir ist. Ich weiß gar nicht, wie viel ich diese Spiele gespielt habe als Kind. Also ich habe fast ausschließlich Nintendo gespielt als Kind, vielleicht noch Minecraft oder so noch, aber boah. Ich könnte dir tatsächlich nicht sagen, warum mache ich das hier eigentlich? Ich bin ja wirklich lost. Ich könnte dir jetzt tatsächlich nicht sagen, was ich davon jetzt wirklich als Kind am meisten gespielt habe. Aber Galaxy 2 hat einfach für mich alles, was das beste Nintendo-Spiel haben muss. Ich habe... Nein. Echt einen blöden Fehler gemacht. Das hat einfach gar keine Zeit gespart. Wunderbar. Aber ich habe mich fast cool gefühlt. Das war es mir wert. Hier werden die riskanten Sprünge ausgepackt, Hilfe. Ja, immer, wie gesagt, das ist meine einzige Chance. Ich muss die ganze Zeit risikofreudiger sein als du. Und ich bin sonst schon. Sonst habe ich hier gar keine Chance. Und ich bin tatsächlich echt nicht so risikofreudig aktuell hier bei dem Race, muss ich zugeben. Was jetzt nicht heißt, dass ich dich unterschätze, aber ich will halt einfach, bislang noch, will ich es noch den ersten Tod, soweit es geht, hinauszögern. Du, ich werde auch gerne unterschätzt, das wäre eine meiner größten Stärken jetzt hier. Ja, bei Witness war es halt am Anfang so, da wusste ich halt, also da habe ich dich nicht unterschätzt, aber ich wusste einfach nicht, wie ich dich einschätzen soll. Bei sowas weiß ich, da bist du bestimmt so gut drin wie ich. Ich bin bestimmt ein super, super knorke Gamer. Ja, das bist du definitiv. Aber ob du auch Big Brain warst, das wusste ich halt nicht. Aber du bist es. Du bist nicht Small Brain, ne? Ja, genau. Intermediate Brain mindestens. Ah, verdammt. Oh Gott, Yoshi. Nicht du, übrigens. Seht ihr noch was, oder? Oh Gott. Nicht totglitschen, Mario. Das fände ich ungeil. Nein. Friss doch! Mein Gott. Mann, ich bei jedem Schrei hoffe ich, dass du endlich deinen Tod hast. Das kann nicht wahr sein. Jedes Mal ist es auch fast soweit. Ja, hey, die Galaxien werden nur schwerer. Es wird nur gemeiner. Das ist auch schon am Hochscalen, das Spiel. Ja, und das nicht nur von den Texturen. Oh ja. Aber da ist es am meisten zu noticen und am schönsten. Das ist so eine generelle Regel von uns, erst oben, dann unten einfach, oder? Ja. Das habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit so verstanden. So. Da müssen wir uns nicht mal absprechen, immer einfach. Genau. Oben vor unten. Oben vor unten und oben. Sackgasse vor richtigem Weg. Alles klar. Vorfahrtsregeln kapiert. Alles klar. Die sind im Weltall auch sehr wichtig, muss man sagen. Ja, man weiß nie.
Ja, tatsächlich, ich habe jetzt auf der Gamescom Star Trucker angespielt, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. So Euro Truck Simulator in Space halt einfach. Und das war auch echt cool, muss ich sagen. Und da habe ich auch die Vorfahrtsregeln im Weltall nochmal kennengelernt. Und die sind schon speziell. Ja. Aber wenn man sowas wie Euro Truck spielt, ist das wahrscheinlich richtig, richtig erfrischend. Das ist einfach epic. Das aber geht im All denn genug ab dafür? Oder? Das spielt nicht in der realen Welt, sondern logischerweise, weil Star Trucker gibt es natürlich nicht in der realen Welt, aber da gibt es dann auch so Weltall-Autobahnen und so. Und okay. Das ist echt cool gemacht. Scheiße. Und es ist natürlich nicht ganz so, da kann man bei so einer Art Spiel, kannst du dir dann natürlich auch etwas, kannst du etwas realitätsfremder, sage ich jetzt mal, mit dem Gameplay so ein bisschen werden und dem Worldbuilding und so. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Also Euro Truck ist ja sehr auf Realität natürlich getrimmt, ne? Realismus. Ja, ist halt ein Simulator, ne? Genau, aber bei so einem Spiel wie Star Trucker hast du halt wirklich, kannst du halt auch ein bisschen dich was wagen und so. Und etwas wackier sein. Mhm. Und das finde ich auch mal erfrischend und cool. Boah, da bin ich vom Stick gerade abgerutscht und wäre dann dadurch fast runtergefallen. Ja, über Fast-Tode will ich nichts hören. Ich will nur, wenn es endlich passiert. Das kannst du gerne teilen mit mir. Das ist die einzige Info, die mich glücklich stimmt. Na gut. So, was willst du jetzt genau von mir? Alter, die Münzlumas sind halt auch so gemein, ne? Die Münzlumas. Oh, damn. Also entweder du hast wir haben eine unterschiedliche Galaxie gemacht nach dem Wald, oder du bist deutlich vor mir. Also erst oben, dann unten, habe ich jetzt so verstanden. Ach so, vielleicht bist du direkt alles oben gemacht. Genau. Ja gut, dann sind wir gerade in unterschiedlichen Galaxien ein bisschen unterwegs. Okay. Aber macht es nur umso spannender, dann weiß man jetzt nämlich nicht. Dann kannst du dir deine ganzen Fragen endlich mal sparen. Ja. Nee, wie weit bist du denn jetzt genau, Yoshi? Ja, sag ich dir nicht, weiß ich nicht. Bringt dir nichts. Sehen wir erst gleich, wenn wir uns wieder treffen. Der Ball wird auch wild mit der Bewegungssteuerung mit mir jetzt bei mir. Oh ja, da muss man die ja auch senkrecht halten, ne? Das genau. Ist ja und dann müsste ich quasi schwierig. Dauerhaft zum Bremsen, müsste ich Steuerkreuz unten. Ja, dann kann ich nicht rückwärts rollen mit dem Ball. Ich glaube, das war im Let's Play nämlich auch so, dass ich nicht rückwärts rollen konnte. Ey, das müssten wir. Also, kann sein, dass ich dann nochmal pausieren muss. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Oder ob das bei mir jetzt. Hä? Wie bitte? Bitte was? Wollten Sie das? Das habe ich ja mal. Nicht verstanden. Ich bin zwar. Okay. Ich bin zwischen zwei Wolken gefallen, irgendwie so durchgeglitscht und gestorben. Hm. Das ist ärgerlich. Ja, da habe ich so clean gespielt bis dahin. Das ist ärgerlich. Tut mir das leid jetzt gerade für dich. Ja, ne? Merke ich richtig an der Stimmlage, wie leid dir das tut. Ja. Da willst du aus Mitleid doch gleich mal eine Minute warten. Und eine Minute lachen. Die Mitleidslache. Wer kennt sie nicht? So, jetzt machen wir das direkt. Konzentration, was ist hier passiert jetzt? Wird das mehrmals passieren? Muss ich hier echt überall springen? Ist das alles nicht safe? Ist das alles fies und gemein? Ja, komm, gehen wir auf Nummer sicher. Oh Gott! Okay, das war doch nicht so sicher wie gedacht. Nein, lass mich dran. Ich find's so cool, dass ich einfach einen Live-Lila-Detektor in meinem Chat immer habe. Es gibt so viele Dinge, da checke ich überhaupt gar nicht, dass sie überhaupt lila waren und dass so viel lila in Videospielen vorkommt, aber... Die Dächer von den Windmühlen, oder was? Einfach immer wieder vor Augen geführt. Die Dächer von den Windmühlen, oder was? Die Dächer? Nee, der Sumpf. Ach, der Sumpf. Lila Sumpf. Ja gut, das ist halt das typische Mario-Gift, ne? Ja, genau. Ja. Aber es ist halt so lila, was 80% des Screens bedeckt. Ja. Trotzdem wäre es mir jetzt so nicht als lila aufgefallen, aber wenn einem jedes Mal eine geile Farbe auffällt. Ich meine, mir fällt jedes Mal dieses geile helle Blau auf, ne? Das finde ich halt so geil. So ein Türkisblau ist so meine Lieblingsfarbe. Mhm. Da ist ja auch eine Menge in der Farbe. So, jetzt bin ich da ein bisschen Grusel-Äther-Galaxie wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, mal gucken, wie sich das verändert hat innerhalb der zwei Galaxien. Das kriegen wir erst wieder raus, wenn wir uns wieder treffen. Ja. Oh Gott. So, komm, das machen wir jetzt auch. Den Time Loss gönne ich mir gerne. Hm.
So, hallo. Okay. Oh, scheiße. 10 Sekunden noch. Wir sind schon 15 drüber, aber egal. 10 Sekunden noch jetzt für dich. Oh Gott, das ist gemein. 5, 3, 2, 1 und Schluss. Okay, bisschen gemeine Stelle, aber kriege ich schon hin. Okay, gut. Alles gut, klar. Gut. Ja, dann haben wir auch schon wieder die nächste Folge abgeschlossen. Wir sind getrennt voneinander, das kann man, denke ich, sagen. Mhm, aber bald nicht unbedingt durch Abstand, sondern mehr durch falsche Reihenfolge. Ja, also genau. Gucken, also bald werden wir wieder zusammenfinden. Für die Folge soll es das aber gewesen sein, Freunde. Morgen geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu kommentieren und zu abonnieren. Und schaut auch gerne beim guten Yoshi vorbei. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube ist gerne gesehen. In der Beschreibung sind die Links. Das hätte ich vielleicht auch mal vorher erwähnen sollen in einer anderen Folge. Ja. Der will einfach nicht, dass ich entdeckt werde. Und ja, ey, du bist bei 123 Follower. Bald hast du mich überholt, ja? Ich bin bei 152 auf YouTube, ja? Kann ja so nicht weitergehen. Auf geht's. So. Da muss man gegen angehen. Okay, das war's für heute. Für Mario Galaxy 2. Morgen geht's weiter. Freut euch drauf. Ich bin der Nike. Bis dann und ciao. Bis dann.